Wir machen, wir gründen. Ein jeder soll merken, wir finden die Wege, das Gute zu stärken. Verstaubtes entstauben. Aus Respekt wird Vertrauen. Zukunft ist jetzt. Lasst uns beginnen. Das Gute soll siegen. Mut soll gewinnen. Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Wohnen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Ich lade Sie herzlich zu unserer Wohnungsbesichtigung in die frisch sanierten Wohnungen in der Kette Niederkirchner 15 ein. Und wie gelangen wir am besten dorthin? Mit dem Aufzug. Also, immer hereinspaziert. Ich hoffe, Ihnen hat unsere Wohnungsbesichtigung gefallen. Wir konnten Ihnen einen Eindruck vermitteln und Ihr Interesse wecken. Wohnen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz für Ostsachsen und Südbrandenburg. Täglich ab 18 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom Donnerstag, dem 23. September. Wir freuen uns, Sie heute wieder begrüßen zu dürfen. Die Sagenfigur Krabat ist weit über Deutschland hinaus bekannt. Doch in der Lausitz hat er eine besondere Bedeutung. Nicht zuletzt, weil hier die Sorben ansässig sind, zu deren Sagenwelt der Zauberer gehört. Doch auch wegen der Krabatmühle, die in Schwarzkolm erbaut wurde. Nun ist das Gelände des Erlebnishofes um ein Gebäude reicher. Das neue Backhaus der Krabatmühle in Schwarzkolm konnte nun eröffnet werden. Ab sofort soll das Krabatmühlenbrot die Besucher der Mühle versorgen. Außerdem wird das ursprüngliche pädagogische Konzept für Kinder vom Korn zum Mehl auf vom Korn zum Brot erweitert. So werden sie unter Anleitung mehr über das traditionelle Backhandwerk erfahren. Für das Haus wurde extra ein Lehmbackofen gefertigt. Darin können etwa 30 Brote auf einmal gebacken werden. Für die etwa 200 Gäste gab es auch gleich noch ein frisches Krabatmühlenbrot zum Mitnehmen. Die Kosten für das Gebäude belaufen sich auf etwa 190.000 Euro. Das Geld wurde mithilfe von Fördermitteln, Sponsoren, Spendengeldern und Eigenmitteln aufgebracht. Am Montag um 7 Uhr wird die Bautzener Allee in Hoyerswerda ab der Kreuzung Käthe-Niederkirchner Straße in Richtung Kreisverkehr voll gesperrt. In diesem Abschnitt wird die Deckschicht erneuert, teilt die Stadtverwaltung mit. Eine Umleitung über die Niederkirchner und Hermannstraße wird ausgeschildert. Am Mittwochnachmittag sollen die Arbeiten beendet und um dann 18 Uhr die Strecke wieder freigegeben werden. Der zweite Bauabschnitt des Erweiterungsneubaus der Arthur-Kiesling-Oberschule in Königsbrück ist am Mittwoch feierlich eingeweiht worden. Der neue Anbau steht nun komplett und gibt so Platz für insgesamt 336 Schüler. Die Schule läuft somit in Zukunft wieder zweizügig. Aktuell lernen in der Oberschule knapp 290 Schüler. Der Neubau war erforderlich, nachdem infolge baulicher Mängel das alte Schulgebäude in der Königsbrücker Innenstadt im August 2014 vollständig gesperrt werden musste. Die Absicherung des Unterrichts erfolgte seither, ergänzend zu den vorhandenen Räumen am Standort an der Schule 3 in Containern.
und hatten dann von 2016 bis 2018 den ersten Bauabschnitt absolviert, gleich den zweiten Bauabschnitt hinten dran gehangen und haben jetzt insgesamt für rund 7 Millionen Euro hier diese zweizügige Oberschule komplett mit allen Fachbereichen neu entstehen lassen können. Und letztendlich haben wir jetzt hier direkt am Stadtrand mit einer separaten Zufahrt Turnhalle, WTH-Räume, insgesamt einen Schulcampus schaffen können. Ich denke, der sich über Königsbrück hinaus sehen lassen kann. Bei der geplanten Digitalisierung gab es einige Probleme, vor allem durch Lieferschwierigkeiten sind nicht ausreichend digitale Tafeln vorhanden. So stehen in einigen Räumen nur klassische grüne Kreidetafeln zur Verfügung. Das erschwert die Vorbereitung und auch die Durchführung des Unterrichtes, besonders für die Lehrer. Minderheitenschutz ist ein besonderes Anliegen der Bundesrepublik. Die in der Lausitz ansässigen Sorben genießen diesen Schutz und werden besonders unterstützt. So können sorbische Bürger bei einer Polizeikontrolle verlangen, in ihrer Muttersprache angesprochen zu werden. Ein Hindernis dabei kann allerdings sein, dass die Polizisten womöglich kein Sorbisch sprechen. Nun soll es mehr sorbischen Nachwuchs bei der Polizei geben. Die sächsische Polizei wirbt ab sofort mit einem zweisprachigen Plakat um sorbisch sprechenden Polizeinachwuchs. Wie Innenminister Roland Wöller bei einer Vorstellung in Bautzen sagte, soll damit das Vertrauen der Sorben in die Polizei weiter gestärkt werden. Außerdem sei die Kampagne Teil des Plans, noch stärker in den ländlichen Regionen präsent zu sein. Derzeit gibt es im Polizeirevier Bautzen laut Revierleiter Mario Steiner 6 Kollegen, die sich auf Sorbisch verständigen können. Im Revier Hoyerswerda sind es 3. Dazu zählen auch Dominik Dürlich in Hoyerswerda und Maximilian Funke in Bautzen. Jeder sorbische Bürger kann verlangen, bei der Polizeikontrolle in seiner Muttersprache angesprochen zu werden. Allerdings wird davon nur selten Gebrauch gemacht. In der Görlitzer Altstadt werden derzeit verstärkt Dreharbeiten durchgeführt. Um den dadurch entstehenden Parkdruck der Anwohner zu verringern, können Besitzer einer Bewohnerparkkarte mit den Kennzeichnungen UM, EP oder AS die gekennzeichneten Bewohnerparkplätze der angrenzenden Bewohnerparkzone mitbenutzen. Das wurde jetzt von der Stadtverwaltung mitgeteilt. Diese Regelung gilt bis zum Abschluss der Dreharbeiten. Eine Kindertagesstätte aus Senftenberg wurde für den Deutschen Kita-Preis 2022 nominiert. Rund 1200 Kitas haben sich für den Wettbewerb beworben. Die Kita Zwergenhaus am See gehört zu den 25 Nominierten der Kategorie Kita des Jahres. Der Deutsche Kita-Preis wird bereits zum 5. Mal vergeben. Die Aufzeichnung wird in den Kategorien Kita des Jahres und Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres verliehen. Insgesamt ist die Auszeichnung mit 130.000 Euro dotiert. Alle Informationen zum Deutschen Kita-Preis und zur Auswahl der Preisträger finden Interessierte unter www.deutscher-kita-preis.de. Die Freie Keulenberg-Schule in Groß-Naundorf wird jetzt als Oberschule Plus geführt. Wie das Trägerwerk Soziale Dienste als Schulträger erklärt, hat es dafür die Genehmigung erhalten. Dafür werden die Grundschule und die künftige Oberschule zu einer Schulform zusammengeführt, heißt es in der entsprechenden Mitteilung. Konkret bedeutet dies, dass seit Beginn des aktuellen Schuljahres auch eine fünfte, also eine Oberschulklasse, in Groß-Naundorf lernt. Ziel ist es, laut Trägerwerk, in der Perspektive das gemeinsame Lernen von der 1. bis zur 10. Klasse zu ermöglichen. Die Freie Keulenberg-Schule ist sachsenweit eine der ersten Schulen in dieser Form. Das entsprechende Gesetz verabschiedete der Sächsische Landtag im Juli 2020. Der Görlitzer Handballclub trifft im 2. Meisterschaftsspiel der Saison auf die Betriebssportgemeinschaft, kurz BSG, Aktivist Gräfenhainichen. Das Spiel wird am Sonntag in der Gräfenhainicher Sporthalle Lindenallee ausgetragen. Spielbeginn ist um 16 Uhr. Beide Vereine sind sogenannte Einspartenvereine. Sie bieten nur Handball für Frauen und Mädchen an. Allerdings gibt es den Gräfenhainicher Verein bereits seit 2008, im Kontrast zu den erst in diesem Jahr gegründeten Girls. Somit gehen die Gastgeberinnen als Favoriten ins Spiel. Für das Gewässerbehandlungsschiff Clara ist eine Lagerhalle gebaut worden. Am Nordufer des Sedlitzer Sees soll sie als Winterquartier und Anlaufpunkt für Wartungsarbeiten dienen. Aktuell verteilt das Schiff Kalk im Wasser des Sees, um den pH-Wert zu neutralisieren. Die Halle als künftiger Sanierungsstützpunkt soll dauerhaft als Heimathafen dienen. Baubeginn war im Dezember 2019. Jetzt konnten von Bernd Sablontny, dem Geschäftsführer der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft, kurz LMBV, die Schlüssel entgegengenommen werden.
Um dem zunehmenden Absterben von Innenstädten etwas entgegenzusetzen und im Zuge der Corona-Pandemie gründete sich in der Sängerstadt Finsterwalde das Netzwerk Stempel Fivanauten. Die Industrie- und Handelskammer Cottbus zeichnete das überaus erfolgreiche Projekt jetzt mit einem ersten Preis im Rahmen ihres Innenstadtwettbewerbs aus. Damit hatten die Akteure nicht gerechnet. Die Unternehmerinnen und Unternehmer des Netzwerkes Stempel Fivanauten aus der Sängerstadt Finsterwalde haben den ersten Platz in der Kategorie Projekte, Kampagnen, öffentlicher Raum des Innenstadtwettbewerbes Handeln für lebendige Innenstädte der IHK City Offensive Südbrandenburg gewonnen. Staatssekretär Rainer Genilke und der erst vor wenigen Tagen neu ins Amt berufene IHK-Präsident Jens Warnten überbrachten den mit 8.000 Euro dotierten Preis nach Finsterwalde. Und ich wünsche mir, dass wir solche zusammenführenden Aktionen nachhaltig weiter gestalten können. Im Land, im Bund, in den kleinen Städten, in den Kommunen, in den Landkreisen. Weil das ist das, was wichtig ist, weil, mal ganz ehrlich gesagt, irgendwo können wir alle diese Amazon-Bestellungen nicht mehr sehen, sondern wir möchten eigentlich das wieder tun, was wir eigentlich gewohnt sind zu tun, nämlich mal in ein Geschäft zu schauen. Und wenn das dann über diese Art und Weise motiviert wird, finde ich das ganz großartig. Ein besonderer Dank ging an Bürgermeister Jörg Gampe, seine Verwaltung und die Stadtverordneten von Finsterwalde. Diese hatten die Aktion des Netzwerkes insbesondere in der Corona-Zeit wohlwollend unterstützt und gefördert, womit man einen wichtigen Teil zum Erfolg beitragen konnte. Macht weiter so. Ich glaube, in dieser Zeit ist es wichtig, dass wir zusammen unsere Stadt stärken, unsere Region stärken. Und dass andere von uns lernen können an dieser Stelle mit so einer Idee. Das muss nicht immer dieselbe sein überall in Brandenburg, aber man kann etwas daraus machen. Und dass es funktioniert, hat, glaube ich, diese Aktion gezeigt. Und ich finde sie hervorragend. Vielleicht können wir sie weiterentwickeln. Insgesamt sind mittlerweile rund 150 Unternehmer aus der Sängerstadtregion im Stempel Fivanauten-Netzwerk organisiert. Mit verschiedenen Aktionen schaffen es die Akteure erfolgreich, alte und neue Kunden an die Unternehmen vor Ort zu binden. Die Bandbreite reicht dabei von Gastronomiebetrieben über verschiedenste kleinere Geschäfte bis hin zu Elektrofachgeschäften. Als eine Art Stadtbotschafter stärkt das Netzwerk damit sehr deutlich das Wir-Gefühl der Sängerstädter und trägt erfolgreich dazu bei, dass Finsterwalde lebenswert bleibt. Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Liebe Handballfreunde, ich möchte euch ganz herzlich zu unserem ersten Heimspiel hier ins BZ Konrad Zuse einladen. Am Samstag empfangen wir ab 17.30 Uhr die Mannschaft aus Zwenkau. Nach dem einen Jahr Corona-Pause freuen wir uns einfach wahnsinnig, wieder vor Zuschauern spielen zu können. Denkt bitte daran, dass ihr geimpft, getestet oder genesen hier in die Halle kommt. Tickets gibt es noch online auf unserer Homepage oder natürlich dann an der Abendkasse. Wir müssen dann auch eure Kontakte erfassen, also bringt etwas Zeit mit und ein bisschen Geduld. Aber alles, egal was ihr machen müsst, wir freuen uns einfach, dass ihr wieder dabei seid und ich hoffe, dass ihr uns zahlreich unterstützt. Also, wir sehen uns am Samstag. Am 26. September wird nicht nur ein neuer Bundestag gewählt. In einigen Städten und Gemeinden finden parallel dazu auch Wahlen für das Amt des Bürgermeisters statt. So unter anderem auch in Lauchhammer, wo sich gleich 5 Kandidaten um das Amt bewerben. In Lauchhammer wird neben der Wahl zum Bundestag am kommenden Sonntag auch ein neues Stadtoberhaupt gewählt. 5 Kandidaten stellen sich dabei der Wahl. Frank Pönsken für Bündnis 90 Die Grünen, Thomas Gürtler für die NPD sowie die drei Parteilosen Dennis Hillner, Mirko Buhr und Manuela von Schrödel-Simau.
Letztere ist Fachbereichsleiterin für Bildung und Soziales in der Stadtverwaltung und sieht ihre Schwerpunkte vor allem in der Intensivierung der Wirtschaftsförderung sowie einer stärkeren Bürgerbeteiligung. Der parteilose Mirko Buhr tritt zum zweiten Mal zur Wahl an. Er unterlag 2017 dem scheidenden Bürgermeister Roland Polenz. Auch Buhr liegt die Wirtschaftsförderung und die Stärkung der Unternehmen vor Ort am Herzen. Vereine, Ehrenamt sowie Bürgerschaft und Familie bilden einen weiteren Schwerpunkt. Für die NPD geht Thomas Gürtler ins Rennen. Er ist Unternehmer sowie Stadt- und Kreisrat in Lauchhammer. Auch er kandidiert zum zweiten Mal für das Amt des Bürgermeisters. Seine Priorität sieht er an der Anwerbung von Unternehmen und einer klaren Stärkung des Mittelstandes sowie des Industriestandortes Lauchhammer. Frank Pönskin ist der Kandidat für Bündnis 90 Die Grünen. Er ist Projektmanager in einem regionalen IT-Unternehmen. Seine inhaltlichen Schwerpunkte setzt er bei den Themen Verkehr, Bildung, Bürgerbeteiligung und Gesundheit. Eine wirtschaftsfreundliche und zugleich nachhaltigere Politik soll bei ihm im Mittelpunkt stehen. Der parteilose Dennis Hillner ist der jüngste der fünf Bürgermeisterkandidaten. Der gebürtige Berliner möchte frischen Wind nach Lauchhammer bringen. Mithilfe von Experten will er sich unter anderem um die Wirtschaft in Lauchhammer kümmern. Für eine ausführliche Vorstellung standen uns die Kandidaten nicht zur Verfügung. Sollte keiner der Kandidaten am Sonntag mit über 50% der abgegebenen gültigen Stimmen eine absolute Mehrheit erreichen, wird es am 10. Oktober zur Stichwahl kommen. Dann reicht die einfache Mehrheit der Stimmen. Sie sehen einen Wahlwerbespot zur Bundestagswahl 2021. Für den Inhalt und die Gestaltung ist der Kandidat eigenverantwortlich. Warum bin ich hier? Nicht nur meckern, mitreden, mitdiskutieren. Und das als freier, unabhängiger Direktkandidat in unserem Wahlkreis. Als Brandenburger, als Familienvater, Unternehmer und Kommunalpolitiker möchte ich eure Stimme vor der Wahl und nach der Wahl im Bundestag einbringen. Und das mit Herz und Verstand. Seid ihr zufrieden mit der Klimapolitik? Wie ist der Umgang gewesen mit der Pandemie? Was passiert mit unserem erwirtschafteten Geld? Wurde es sinnvoll eingesetzt? Alles Fragen, die ihr mir stellen sollt und stellen dürft. Denn ich bin ein Vertreter des Volkes. Vom Azubi zum Meister, zum Unternehmer und Kommunalpolitiker möchte ich jetzt mehr als sonst. Also helft mir, helft uns. Für Brandenburg im Bundestag, euer Marcel Vesper. Sie sahen einen Wahlwerbespot zur Bundestagswahl 2021. Für den Inhalt und die Gestaltung ist der Kandidat eigenverantwortlich. Die aktuellen Polizeimeldungen haben wir nun für Sie zusammengefasst. In Elsterwerda gab es nach einer Schlägerei einen Toten. Nach einer schweren Schlägerei zwischen zwei Männern ist am Dienstagnachmittag in Elsterwerda ein 34-Jähriger gestorben. Er erlag im Krankenhaus seinen erheblichen Verletzungen. Am Ereignisort wurde der 37 Jahre alte, dringend tatverdächtige Kontrahent festgenommen. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Auseinandersetzung zwischen den beiden bereits polizeibekannten Deutschen dauern an. Nach dem gewaltsamen Tod eines 16-jährigen Mädchens am 15. September in Großhörsdorf ist jetzt ein 15-Jähriger festgenommen worden. Ein Großaufgebot von Polizisten hatte am Donnerstagvormittag die Wohnung des Tatverdächtigen in Großhörsdorf durchsucht. Diese und weitere Maßnahmen bei dem jungen Deutschen sollen Aufschluss über das Motiv des Verbrechens und die sonstigen Tatumstände geben. Zuletzt waren die Kriminalisten zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung nachgegangen und hatten sich bei den Ermittlungen auf das Umfeld des Opfers konzentriert. Der Polizeieinsatz dauerte bei Redaktionsschluss der Sendung noch an. Am Mittwochvormittag ist an der Kreuzung Sonnewalder Ecke Kirchheiner Straße in Finsterwalde ein Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Der 77-Jährige war dort von einem LKW erfasst und schwerst verletzt worden. Der Kreuzungsbereich musste mehrere Stunden voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. In Hartau hat am Dienstagmorgen ein PKW gebrannt. Der Passat stand offenbar bereits seit Samstag an der Straße, weil er sich dort festgefahren hatte. Der Volkswagen brannte vollständig aus. Es entstand Schaden von ca. 3.000 Euro. Die Kripo ermittelt.
Am Dienstag waren 17 Lkw-Kontrolleure der Polizeidirektionen Děčín, Liberec und Görlitz im tschechischen Hradec nad Nisou grenzüberschreitend im Einsatz. Gemeinsam überprüften sie in 5 Stunden 16 Brummis aus Tschechien, Polen, Österreich und Deutschland. Es wurden zahlreiche Mängel festgestellt, in 4 Fällen musste die Weiterfahrt bis zur Herstellung des ordnungsgemäßen Zustandes untersagt werden. Hintergrund dieser ersten derartigen Kontrolle ist ein EU-Projekt der 3 Direktionen. Weitere gemeinsame Maßnahmen beiderseits der Grenze sollen folgen. Sie sehen einen Wahlwerbespot zur Bundestagswahl 2021. Für den Inhalt und die Gestaltung sind die Parteien und Kandidaten eigenverantwortlich. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, mein Name ist Knut Abraham. Ich bin Kandidat der CDU zur Bundestagswahl am 26. September. Ich bin 55 Jahre alt, Familienvater von 5 Kindern und zu Hause im beschaulichen Duden. Wir können stolz sein auf das, was wir hier aufgebaut haben. Unsere Dörfer und Städte, unsere Arbeit, unsere Betriebe, unsere Landwirtschaft. Hier ist es schön, hier ist unsere Heimat. Hier ist unser Land, Deutschland. Neue Herausforderungen stehen an. Die Probleme unserer Zeit wie Klimawandel, Migration, Stabilität und Sicherheit sind größer denn je. Dafür brauchen wir kluge Politiker mit guten Ideen und gesundem Menschenverstand. Keine Radikalen, gerade jetzt. Ich möchte, dass wir alle ein normales Leben führen können. Daher bin ich dankbar, dass wir in einem Staat leben, der seine Bürger schützt, gerade in Zeiten der Pandemie. Ich möchte, dass es weiter vorangeht, mit einer guten wirtschaftlichen Entwicklung, mit einem breiten Angebot an Sport und Kultur, auch auf dem Land, mit moderner Infrastruktur für unsere Region und ihre Besucher und natürlich einem klugen Strukturwandel nach der Braunkohle. Dafür werde ich arbeiten. Ich bitte um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme. Wählen Sie am 26. September mit beiden Stimmen CDU. Sie sahen einen Wahlwerbespot zur Bundestagswahl 2021. Für den Inhalt und die Gestaltung sind die Parteien und Kandidaten eigenverantwortlich. Wie das Wetter in den kommenden Tagen wird und welche Veranstaltungen es zu erleben gibt, erfahren Sie gleich. Zuvor widmen wir uns in unserem täglichen Kalenderblatt einem historischen Ereignis aus der Lausitz. Heute jährt sich bereits zum 342. Mal der Stadtbrand in Wittichenau. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Am 23. September 1679 entstand bei Frau Beterin, einer Pfarrerswitwe in der Hoyerswerder Kirchgasse, ein Feuer am Backofen und griff rasch um sich. Innerhalb weniger Stunden vernichtete es 128 Wohnhäuser in der Wittichenauer Neuwieser Rosenvieh- und Spremberger Gasse sowie am Markt und dem Viehgraben. Auch das Rathaus, die Apotheke, 3 Malzhäuser und 5 Scheunen brannten damals ab, erzählt die Frenzelsche Chronik. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Heute war es den ganzen Tag freundlich. Bei 21 Grad sorgte die Sonne vor allem während der Mittagsstunden für eine spätsommerliche Atmosphäre. In der Nacht werden die Temperaturen auf 9 Grad abfallen und es wird regnen. Nach der nassen Nacht klart der Himmel während der Morgenstunden auf. Während im Flachland das Thermometer bis zu 17 Grad anzeigen kann, steigt die Temperatur im Bergland nur auf 15 Grad an. In der ganzen Lausitz durchbrechen Sonnenstrahlen die dicke Wolkendecke und kündigen ein schönes Wochenende an. Die Nacht zu Samstag bleibt klar. Das Wochenende wird schön. Auch wenn es am Samstag noch etwas bewölkt ist und die Temperaturen nur bis 20 Grad steigen, verspricht der Sonntag viel Gutes. Die Höchsttemperatur beträgt angenehme 24 Grad und ganztags scheint die Sonne. Der Sonntag bietet eine gute Möglichkeit, ein letztes Eis zu essen und die Wärme zu genießen. Denn mit der Nacht kommt der Regen wieder, der dann auch die Woche über bleiben soll.
Schaurig gruselig wird es am Freitag, dem 24. September bei der Nacht der Vampire in Fürsken. Der Förderverein für die Natur- und Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft, bekannt als die östliche Oberlausitz, unterstützt seit 2016 den gleichnamigen Naturraum. Nun bietet der Verein einen Abend an, der die gruseligen Mythen über Fledermäuse und Vampire mithilfe aller menschlichen Sinne aufdecken soll. Der Familienabend startet 16 Uhr und geht bis 20 Uhr. Treffpunkt ist die Wassermühle Fürsken 02906 Mücker. Eine Anmeldung ist bis zum 24. September 12 Uhr telefonisch unter 035893 508571 oder per E-Mail an umweltbindung@förderverein-oberlausitz.de erforderlich. Wer will, kann sich gerne als Fledermaus verkleiden. Musikalisch startet das Wochenende mit einer Benefizrocknacht am 25. September in Lauchhammer. Da alle Konzerte bis Mitte 2021 abgesagt wurden, veranstaltet nun der Verein Real Music Club eine fantastische Rocknacht. Teilnehmen werden gleich 5 verschiedene lokale Bands. Das Konzert beginnt 18.30 Uhr und der Eintritt ist frei. Wer den Verein jedoch unterstützen möchte, kann gerne eine Spende dalassen. Veranstaltungsort ist der Real Music Club Lauchhammer. Am Sonntag, dem 26. September, findet der traditionelle Herbstmarkt in Nochten statt. Der Markt ist die letzte Chance für alle Gartenliebhaber, noch etwas für ihre Anlage zu bekommen. Wie auch in den vergangenen Jahren treffen sich zahlreiche Pflanzenzüchter und Gartenhändler der Region, um ihre Raritäten für Haus und Garten zu verkaufen. Besondere Gehölze, Stauden, Heidepflanzen oder doch Gartendekoration? Für alle, die ihren Garten verschönern wollen, ist hier etwas dabei. Der Pflanzenherbstmarkt findet im Findlingspark Nochten statt. Der Eintritt ist frei. Sie sehen einen Wahlwerbespot zur Bundestagswahl 2021. Für den Inhalt und die Gestaltung ist der Kandidat eigenverantwortlich. Die Lausitz neue Wahl. Wenn ich die Wahl gewinne, dann können Sie sich auf eine Sache verlassen, dass ich für die Bürger, für unseren Landkreis da sein werde. Es geht nicht um persönliche Profilierung. Es geht darum, dass wir unseren Landkreis nach vorne bringen, dass wir hier eine gute Zukunft haben. Und ich verspreche Ihnen, dass ich sehr fleißig sein werde und Versammlungen und ja, auch Vereine und so weiter besuchen werde in der Zeit, in der ich im Wahlkreis unterwegs bin. Ich denke, der Kontakt zu den Menschen, das ist das Wichtigste. Und darauf können Sie sich verlassen, dass ich den genauso weitersuchen werde, wie ich ihn bisher in meiner beruflichen und auch politischen Laufbahn gesucht habe. Die Lausitz neue Bar. Sie sahen einen Wahlwerbespot zur Bundestagswahl 2021. Für den Inhalt und die Gestaltung ist der Kandidat eigenverantwortlich. Das war unsere Drehscheibe Lausitz vom Donnerstag. Alle Nachrichten gibt es wie immer zum Nachlesen auf unserer Homepage www.lausitzwelle.de oder auf unserem Lausitzwelle YouTube-Kanal. Das gesamte Team wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Wir sind dann ab morgen 18 Uhr wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut.